Julius Tanner, du machst gerne Ausflüge, habe ich mitgekriegt. Das nicht nur im Ausland, sondern auch in einem anderen Auto. Erzähl mal. Ja, wir waren vor ein paar Wochen in Luxemburg gewesen, haben dort den Adam R2 gefahren, sozusagen die nächste Stufe von unserem Cup Adam, um das Auto einfach mal kennenzulernen. Für Jenny war es die Heimveranstaltung, das war auch der nächste Grund, warum wir dort gefahren sind. Und da haben wir die beiden Sachen einfach kombiniert und hatten eine tolle Veranstaltung. Haben einen zweiten Platz geholt gegenüber 19 Konkurrenten, sind sehr zufrieden und ich kann nur sagen, dass das Auto ein super Auto ist, hat riesen Spaß gemacht mit dem R2 zu fahren und ich hoffe, es war nicht der letzte Einsatz in dem Auto. Da wollte ich nämlich jetzt zu sprechen drauf kommen. Der R2, was ist so der krasseste Unterschied zu deinem jetzigen Adam Cup? Ja, es sind viele Kleinigkeiten. Natürlich hat er mehr Leistung, auch vom Fahrwerk her, also anders aufgebaut. Sechsganggetriebe. Es ist halt einfach noch ein kleines bisschen mehr Rallye-Auto als der Cup Adam. Hat wirklich viel Spaß gemacht, das Auto zu fahren. Man kann ihn super ans Limit bewegen und wie gesagt, ich freue mich, mit dem Auto nochmal fahren zu dürfen. Wie ist es denn jetzt, wenn du wieder deinen regulären Cup fährst? Ja, am Anfang eine kleine Umstellung, aber man gewöhnt sich relativ schnell an den Cup Adam wieder und mir gefallen beide Autos, lassen sich beide super fahren, sind beide zwei verschiedene Kategorien, also von daher machen beide Spaß. Dankeschön.